Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Videoblog von und mit Shinsui. Viel Spaß! Hi, ich bin's wieder, eure Shinsui, und ich melde mich nach längerer Zeit endlich mal wieder zurück. Seid mir bitte nicht böse, dass ich es nicht geschafft habe, bereits die Wochenkarten wieder anzufangen oder die anderen Videoblogs mit Kommunikationstipps, Affirmationen, Good News oder eben auch die Wochenkarten. Das neue Projekt halt mit Demokratie in Bewegung, wo ich auch sehr, sehr viele Aufgabenbereiche habe, ist halt, ja, wie gesagt, sehr umfangreich. Und wenn ich was mache, dann mache ich es richtig, wie ihr wisst. Von daher, nehmt es mir nicht übel. Und heute machen wir mal wieder Wochenkarten. Und dann schauen wir mal, was die kommende Woche für uns bereithält. Okay, wir nehmen. Ich würde sagen, wir kombinieren es wieder. Ja, wir nehmen von drei Decks jeweils eine Karte. Und dann schauen wir mal. So. Die Nummer 1 ist von den Weil ich dich liebe. Ich lege es noch hin. Als zweites folgen die Jetzt-Karten. Nummer 2. Und Visionen der Seele kommt als dritte noch dazu. Upsa, da war sie schon. Gut. Dann schauen wir mal, was als Karten kamen. Also, die erste war, weil ich dich liebe, treffe ich klare Absprachen mit dir, damit sich unsere Liebe in Sicherheit entfalten kann. Als zweites waren die Jetzt-Karten. Jetzt lasse ich los. Ich verabschiede mich von einer belastenden Situation oder Emotion. Und als drittes von Visionen der Seele, entschuldigt bitte, Wertschätzung. Also, was sagen uns die Karten? Was kommt in der kommenden Woche auf uns zu? Entschuldigt bitte, Frosch im Hals. Kurz was anderes. Viele finden es nicht gut oder richtig, Schleichwerbung zu machen. Das Ganze im Ernst, warum soll man nicht etwas erwähnen, was zum Thema passt und wenn man es gut findet? Ich selbst schaue zum Beispiel sehr, sehr oft, oder eigentlich immer, das Engelorakel an. Ich freue mich immer drauf, wenn es endlich rauskommt, ja, sowohl Engelorakel der Liebe als auch das normale. Entschuldigt. Und es passt ganz gut wieder zusammen, ja, also was jetzt die letzte Zeit vor allem war, was gesagt wurde, wie auch der komplette Monat Oktober sein wird, ja, so die Vorausschauung, das passt ganz gut zu dem, was wir auch jetzt hier wieder gezogen haben, was die kommende Woche als Hauptkernbotschaft für uns ist. Ich treffe klare Absprachen mit dir, damit sich unsere Liebe in Sicherheit entfalten kann. Hier geht es auch nochmal darum, das ist nochmal so ein bisschen, ja, wie gesagt, eingreifend auf das, was jetzt auch die letzte Zeit so war, was auch, wie gesagt, beim Orakel, Engelorakel gesagt wurde, mit den Veränderungen und dass vor allem diese männliche Seite momentan in dem Wandel ist und dass viele auch für sich selber nochmal so ein Stück weit prüfen, ist der Weg, den ich gehe, der richtige? Wie soll ich handeln? Soll ich auf mein Herz hören? Soll ich lieber auf mein Bauchgefühl hören, was
teilweise aber auch eher so ein bisschen meine Ängste widerspiegelt, ja, was mir dann auch eher sagt, so, oh, Panik und es ist gefährlich und drauf einlassen, naja, aber was ist, wenn? Wenn ihr bereits euren Partner habt, ihr habt den Menschen an eurer Seite, den ihr liebt, den ihr vertraut, bei denen ihr euch anlehnen könnt, euch geborgen und zu Hause fühlt. Ja? Aber ihr habt, wie gesagt, auch noch eure Ängste und lasst diese Liebe nicht ganz fließen. Das blockiert natürlich die Beziehung. Ja, ihr verhaltet euch manches Mal vielleicht ein Stück weit noch, ja, sagen wir mal so, egoistisch und seid mehr bei euch. Aus der Angst heraus, wie gesagt, euch in der Beziehung zu verlieren, zu kurz zu kommen. Deswegen will uns die Karte jetzt sagen, weil ich dich liebe, treffe ich klare Absprachen mit dir, damit sich unsere Liebe in Sicherheit entfalten kann. Ihr seid ein Team, ja? In der Beziehung, ihr seid ein Team. Und ein Team kann nur funktionieren, wenn sich beide an Regeln, Absprachen halten. Und das ist in der Liebesbeziehung genauso wie in allen anderen. Auch wenn hier die Regeln ein Stück weit anders sind, ja, und ja, aber an sich ist es das gleiche System. Wenn einer einfach handelt und macht, wie er will und den anderen komplett außen vor lässt, funktioniert es nicht. Und dann bröckelt das Team auseinander. Deswegen die klaren Absprachen. Ja, ihr setzt gemeinsam diese Regeln auf, wie eure Beziehung läuft, wie eure Beziehung funktionieren soll. Ja, was ihr euch wünscht, was ihr macht, das entscheidet ihr allein. Ja, und da müssen sich aber auch beide dran halten, weil sonst funktioniert das nicht. Und da passt genau die zweite Karte dazu mit dem Jetzt lasse ich los. Ich verabschiede mich von einer belastenden Situation oder Emotion. Ihr tragt noch so viel Altballast mit euch, ja? Sei es selbst aus vergangenen Leben, aus früheren Leben oder aus einfach vergangener Zeit, ja? Dass ihr euch Schuld aufgeladen habt. Schuld ist ein großes Wort und jeder definiert es ein Stück weit anders, was zur Schuld gehört, ja? Und manche kommen aber auch damit einfach gar nicht klar. Andere wiederum haben, wie gesagt, einiges erlebt, ja, und haben dadurch Ängste, Panik, wie gesagt, eben jetzt zu kurz zu kommen in der Beziehung. Ja, das kann so viel Verschiedenes sein. Und ihr sollt genau deswegen euch jetzt von dieser Emotion oder von dieser vergangenen Situation befreien. Verzeiht euch, verzeiht den anderen, ja, je nachdem, wer da involviert war. Lasst los. Lasst es einfach los. Es gehört nicht mehr dazu. Es hat euch ein Stück weit beschützt, aber es gehört nicht mehr dazu. Und wenn ihr euer Leben frei entfalten wollt, wenn ihr frei leben wollt und eure Beziehung frei entfalten wollt, müsst ihr dieses Alte loslassen. Und dann funktioniert es von ganz allein. Dann wird alles laufen und es wird viel einfacher und leichter und harmonischer. Was wiederum auch gleich zur letzten Karte passte, die Wertschätzung. Ihr werdet wertgeschätzt, ihr seid gut, so wie ihr seid. Ganz gleich auch, was gewesen ist. Wie gesagt, die vorhergehende Karte mit der Emotion oder Situation. Ganz gleich, was ihr noch als Ballast mit euch tragt, ja, was ihr loslassen wollt. Ihr werdet trotzdem wertgeschätzt. Und wenn ihr daran nicht glaubt, fragt euch mal, warum ist denn euer Partner noch bei euch? Warum ist eure Familie steht hinter euch, ist bei euch? Warum habt ihr den Job noch, den ihr habt? Ja, da kann ich euch so viel aufzählen, was ihr in dem Moment einfach nicht seht. Ja, weil ihr so mit dieser Angst und diesem alten Ballast beschäftigt seid und dadurch auch Angst habt, eben nicht wertgeschätzt zu werden, nicht gut genug zu sein. Ihr seid gut genug, ja, und das möchte man euch damit sagen. Ihr seid gut genug, ihr werdet wertgeschätzt, schätze du aber auch dein Umfeld wert, schätze du deinen Partner wert, lass das Alte los, haltet euch an die gemeinsamen Absprachen. Lebt in Liebe
und Güte. Und dann wird das Ganze ganz automatisch alles laufen. Es ist nicht so schwer alles, wie man oft denkt. Okay, das sind die Karten für die kommende Woche. Wir wissen, woran wir wieder arbeiten sollen, wo wir wieder hinschauen sollen. Und dann wünsche ich euch eine ganz, ganz tolle Woche. Macht's gut, eure Shinsui. Bye, bye. Ja, tausend Dank dann fürs Zuschauen und ich freue mich natürlich über ein Like, über Abo und Teilen. Hoffe, es hat euch gefallen und ja, bis bald wieder. Bye, bye.